Ich weiß nicht, ob du That Dragon Cancer mal gespielt hast. Das ist ja im Grunde auch die Geschichte von zwei Eltern, die sehr tragisch die Erlebnisse mit ihrem Kind, das letztendlich dann auch am Krebs verstorben ist, aufarbeiten in dem Spiel. Das ist natürlich nochmal ein viel härteres und ernsteres Thema. Aber ja, genau sowas. Genau sowas kann man ja durchaus auch in einem Videospiel darstellen und aufarbeiten. Ob ich jetzt wohl genug Häuser gebaut habe? Mittlerweile. Die Bricks. Mir gehen schon wieder die Bricks aus. Die wollen essen. So, wir haben neue Unterhaltungsdinger, ein Theater, ein Amphitheater, aber jetzt mache ich erst noch ein bisschen Mampf. Ich krieg gar keine besseren Essensgebäude mehr, sehe ich gerade. Da kann ich hier im Grunde Essen schon mal rumspammen ohne Ende, weil besser wird's nicht mehr. So, Housing wollen die natürlich. Dann fülle ich mal die Lücken mit Häusern noch. Ich finde das gerade echt irgendwie entspannend. Ich finde das gerade echt ein chilliges, kleines Spielchen. Ein nettes Konzept für so ein Aufbauspiel. Ist echt irgendwie auch mal was anderes. Das hat was von so einem Tablet-Spiel irgendwie. Noch viel mehr Housing. Na dann. Hauen wir die Häuser rein hier. In die Landschaft. Und jetzt wollen sie noch mehr Religion. Na dann hauen wir die Temple of Mars hier rein in die Landschaft. Jetzt wollen sie mehr Entertainment. Na, jetzt baue ich erst die Tempel fertig. Eins nach dem anderen. So. Und jetzt hier die neuen Amphitheater. Die brauchen jetzt schon echt viel Bricks. Da muss ich jetzt schon immer ein bisschen warten, bis ich die überhaupt bauen kann. Ich krieg noch ein besseres Entertainment-Gebäude, sehe ich gerade. Zwei sogar, ne? Dann geben wir ihnen Häuser. Das ist das, was sie eigentlich gerade wollen. Okay. Neue Gebäude. Einfach nur Bögen. Sollten die nicht eigentlich auf der Straße stehen, anstatt also von Straße umringt zu sein? Oder sowas? Das wäre meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, Angehörigen näher zu bringen, wie sich die Krankheit eventuell in der Situation fühlen. Wie sich die Kranken fühlen. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist auch eben bei diesem angesprochenen That Dragon Cancer ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, dass das auch vielleicht für andere Betroffene, für Angehörige, für Menschen, die selber in ähnlichen Situationen sind oder Angehörige von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, eben vielleicht auch ein gutes Mittel ist zur Kommunikation, also zum sich wiederfinden oder auch lernen, wie man damit umgeht oder, ne? Das alles könnte da theoretisch in so einem Konzept drinstecken. Ach, jetzt würde ich echt gerne noch auf Level 10 kommen, aber schön langsam wird es ein bisschen monoton. Ja, ja, echt gut gehalten hier, finde ich. Ja, schön langsam dürfte es jetzt mal irgendwie... Jetzt werden die Hürden zwischen den Level
halt schon groß. Also die nötigen Erfahrungspunkte quasi sind jetzt schon viele. Aber trotzdem, das bringen wir jetzt noch zu Ende hier. Mal schauen. Habe ich noch hier irgendwo Platz? Ich glaube, die Seite des Ufers ist jetzt komplett bebaut. Halt, da, oder? Nee, geht tatsächlich nichts hin. Sieht so aus. Naja, dann mache ich mal hier unten noch ganz viel Stein schmieden, weil die Steine gehen uns dauernd aus irgendwie. Da haben wir nicht genug. Immer noch nicht genug. Mache ich mal noch eine massive Reihe. So. Also, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt noch mehr Häuser. Boah, das dauert jetzt aber schon lange. Jetzt will das Spiel von mir aber hier wirklich, dass ich Häuser rausspamme ohne Ende. Und jetzt wollen sie noch mehr Entertainment. Oh. Wow. Irgendwas stimmt nicht. Wenn ich hier an den Rand gehe, dann fängt die Welt an zu erschüttern. Ich kann da auch gar nichts hinbauen, doch jetzt schon. Ich muss zum Beispiel sagen, dass die Simulation des Aufwachens aus dem Koma am Anfang von Metal Gear Solid 5 durchaus gut dargestellt wurde, bis dann halt die Action kommen musste. Ja gut, klar. Ich kann mir vorstellen, dass der da wirklich Erfahrungsberichte von Koma-Patienten eingebunden hat. Also kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass Kojima da wirklich recherchiert haben wird. Würde mich fast wundern, wenn nicht. Andererseits, wer weiß, ne? Aber ja. Noch mehr Housing, ey. Oh Gott. Es geht uns schon langsam der Platz aus. Ich frage mich schon langsam, ob uns der Platz tatsächlich reicht. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ach ja, komm, leicht. Aber es gibt keine besseren Housing-Gebäude mehr als die. Und mittlerweile ist schon echt viel Housing notwendig, damit man auf eine neue Stufe kommt. Bin ich gespannt. Jetzt haben wir auf jeden Fall das große Labyrinth. Aber die Leute wollen vor allem Housing. Okay. Jetzt wollen sie Food. Okay. Jetzt wollen sie wieder Housing. Jetzt wollen sie wieder Food. Ich gebe ihnen jetzt wirklich mal gezielt immer nur das, was sie wollen. Das Beste von dem, was wir technologisch haben. Aber nur das, was sie wollen. Jetzt wollen sie wieder mehr Housing. Jetzt wollen sie wieder mehr Food. Jetzt wollen sie wieder mehr Housing. Ich glaube, meine vorherige Methode war besser. Ihr kriegt jetzt Housing, ob ihr wollt oder nicht. Weil sonst wechseln die alle paar Minuten, paar Sekunden ihre Meinung. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass das ziemlich nah dran war. Wenn auch ziemlich gerafft. Ja gut, das ist klar. Was dem Genre geschuldet ist. Ja genau, klar. Das kann man sich vorstellen. Aber es wird wirklich ein bisschen eng hier jetzt. Jetzt wollen sie wieder mehr Religion. Ich hoffe, das reicht jetzt hier mit Essen, weil wir haben nicht mehr so viel Platz, Leute. Wir müssen ein bisschen Platz sparen. Vielleicht habe ich doch zu viel Holzfäller gebaut und zu viel Steinschmieden. Können wir es wahrscheinlich doch nicht durchspielen, das blöde Spiel. Muss ich ihn wirklich, vielleicht habe ich das wirklich falsch gespielt, vielleicht muss ich ihn wirklich immer das geben, was sie unbedingt am meisten haben wollen, damit die Leiste steigt. Und ich kann gar nicht vorproduzieren, wie ich das jetzt immer gemacht habe. Sieht fast so aus. Oh nein, ich habe alles zerstört. Ja, dann fangen wir nochmal von vorne an und diesmal machen wir es richtig. Nein, das ist ein Scherz, machen wir nicht wirklich. Aber abreißen, ich kann Sachen abreißen. Ach, aber dann sinken auch die Leisten, na, dann macht das wenig Sinn.
Außer natürlich, das machen wir jetzt auch, indem ich hier mal die ganzen schlechten abreiße und durch bessere ersetze. So viele waren das eh nicht. Hatte ich wirklich nur eine Farm gebaut, bevor ich die bessere Farmtechnologie bekommen habe? Das kommt mir gerade nicht richtig vor. Aber gut. Keine Ahnung. Zumindest kann ich mal die ganzen langweiligen Kolosseen hier abreißen. Und die ganzen langweiligen Häuser ersetzen wir durch Superhäuser. Aber die wollen immer noch mehr Food. Wir haben keinen Platz mehr für euer blödes Food. Außer... Das ist eine gute Idee. Jetzt bauen wir den Platz, den wir haben, noch richtig voll. Und dann fange ich an, die Steinproduktionsstätten abzureißen. Und bau da. Dann müssen wir jetzt ein bisschen... Am besten ein bisschen Rohstoffe sparen, ne? Wir haben jetzt schon keinen Platz mehr. Guckt euch das an für Farmland. Verrückt. Aber ich kann ein paar von den ganz schlechten Häusern vielleicht abreißen. Ohne dass das zu große Einflüsse auf irgendwas hat. Ach, jetzt ist wieder... Ah, reißen wir gleich wieder ab, weil ich noch nicht genau weiß, wie die Mechanik hier funktioniert. Aber jetzt wollen sie doch wieder Häuser. Das sollen sie kriegen. Und jetzt wollen sie doch wieder Food. Ich glaube wirklich, diese Leiste steigt nur, wenn ich den gerade baue, was sie aktuell am liebsten haben. Deswegen, ich habe immer gleich auf Zukunft. Naja, dann habe ich jetzt keinen Bock mehr. Aber ist trotzdem ein cooles Spiel. Gefällt mir. Weiter geht's. Nächstes Spiel. 800 Pixel. Tiny Quest. Ich bin gespannt. Käfer. Das bin ich. Oh mein Gott. Es ist wirklich klein. Ich glaube, ich bin eine Ameise, oder? Huiuiui. Ein gewagtes Konzept hier. Aber es geht sogar. Es geht. Im ersten Moment dachte ich so, das kann niemand spielen. Viel zu klein. Geht aber. Ist okay. Was muss ich eigentlich machen? Alle Kristalle sammeln oder so. Ich habe aber nicht viel Zeit. Oh oh, und ich bin tot. Naja, okay. Finde ich gut. Was mache ich jetzt auf L1? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich benutze eine Lupe und zoome an meine Figur ran. Irgendwie sonst nichts, oder? Wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich die irgendwie nehmen und schieben? Noch nicht. Vielleicht ein Feature, dass ich erst noch... Ach ja, die Lupe sagt mir wirklich, wo meine Figur ist, falls ich sie aus dem Augen verliere. Ich verstehe. Da unten ist ein gelbes Portal. Oh, da bin ich gerade gestorben. Können wir da auch reingehen? Nein, da brauchen wir den Schlüssel. So, so. Dann gibt es jetzt momentan im Grunde eh nur einen Weg. Macht es Sinn, dass ich mich jetzt hier in den Stacheln töte und dafür den Kristall hole? Ja, ich denke schon, oder? Ist vielleicht sogar so gewollt. Warum greifen die Schnecken eigentlich eine Ameise an? Ich glaube, das ist nicht ganz akkurat. Eine Schatzkiste. Ant Glove. To punch or pull soda cans. Ja, ja. Jetzt ist das... Das ist im Grunde ein Mikro-Metroidvania. Das ist ja eigentlich ganz nett. Ich würde es Mikroidvania nennen. Das Genre. Wenn es denn ein Genre wird aus dem.
Nein, warum kann ich die Kanne jetzt nicht? Muss ich wahrscheinlich noch was anderes lernen, damit ich was aus der Luft machen kann. Aber jetzt können wir die Dose verschieben. Dosen verschieben. Können wir jetzt. Wohin gehen wir jetzt mit dieser Fähigkeit? Im Grunde gibt es eh nur eine Dose, die ich jetzt hier verschieben kann. Und dann kann ich ins Wasser springen und mich von Fischen essen lassen. Guter Plan. Microidvania! Da-da-da-da! Oh, es gibt sogar echt eine Schwimmphysik. Vor der habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich in mein Spiel Unterwasserlevel bauen werde. Ich hätte Bock drauf, aber das ist halt nochmal im Grunde... Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mich damit beschäftigen erstmal. Ich bin ja noch so am Anfang, dass ich überhaupt von meinem Spiel rede, komme ich mir manchmal blöd vor, weil es einfach wirklich noch so im Frühstadium ist, das alles. Aber trotzdem mache ich mir halt schon meine Gedanken natürlich. Illogisch. Da geht jetzt dann bald... Am Samstag, glaube ich, habe ich heute gemacht mein erstes Tagebuch quasi online. In dem ich so ein bisschen über meine bisherigen Schritte und Probleme und was ich so gemacht und gelernt habe bis jetzt erzähle. Ist bestimmt für den einen oder anderen ganz interessant. Neue Schatzkiste! Und wir kriegen Firefly's Butt. Let there be light. Ah, jetzt kann ich in die dunklen Räume reingehen. In denen ich vorher komischerweise sofort gestorben bin, weil ich nichts gesehen habe. Und nichts sehen ist für Ameisen anscheinend instant tödlich. Wusste ich auch nicht. Man lernt doch nie aus. Und jetzt können wir... über Stacheln gehen, weil wir jetzt Chitinpanzer haben. Wie wurden unsere Organe vorher gleich nochmal in unserem Ameisenkörper gehalten? Und jetzt, weil wir über Stacheln gehen können, können wir da unten zu dem blauen Portal gehen. Au. Mach ich. Das spielt sich erstaunlich gut, muss ich echt sagen. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das ist viel zu klein. Kein Mensch sieht was. Wie soll das funktionieren? Aber irgendwie ist da die Art doch so klar lesbar, dass das echt gut funktioniert. Die Soundeffekte finde ich auch schön. Ist mir vorher schon aufgefallen. Wenn man den Raum betritt, wird auch immer irgendein Sound abgespielt, der dazu passt. Finde ich nett. Hier haben wir Lava-Geblubber. Am Anfang, wenn man die Leiter runtergeht, ist es einfach nur so ein bisschen Höhlen-Echo. Ein Hebel. Zwei von drei Hebel, damit die Tür aufgeht. Ich weiß, wo die dritte ist. Ganz easy eigentlich. Nettes Spiel. Hast du schon ein Konzept ausgearbeitet? Im Grunde habe ich schon so ziemlich ein Konzept in meinem Kopf für das Spiel, ja. Oh, da muss ich aber erst irgendwie Pflanzen zerstören können. Also nicht für das Konzept, sondern damit ich hier weiterkomme. Das Konzept ist in meinem Kopf schon relativ ausgearbeitet. Da kann sich noch viel ändern. Es gibt ein paar Wackelkandidaten, bei denen bin ich mir einfach nicht sicher, ob ich das hinkriege. Oder ob ich das doch lieber verwerfen oder vereinfachen muss an Konzepten. Aber im Großen und Ganzen steht das schon in meinem Kopf. Im Grunde wird das ein relativ simpler Plattformer, in dem man seine Gegner besiegt, indem man sie mit dem Schwert schlägt. Also ein Landsquid Birdrider-Spiel natürlich. Man schlägt die Gegner mit dem Schwert.
Kann nicht auf die draufspringen wahrscheinlich, sondern wirklich nur einen Schwertangriff. Es gibt allerdings verschiedene Schwerter und da bin ich mir zum Beispiel noch nicht sicher, wie viel es geben wird und wie ich das implementiere und so weiter. Aber grundsätzlich ist der Plan, dass man einfach in dem Level in Schatzkisten oder durch besiegte Gegner Gold kriegt. Und außerhalb der Level kann man sich bei einem Händler dann eben neue Schwerter kaufen. Eventuell, wenn ich das hinkriege, hat jedes Schwert auch noch einen zusätzlichen Spezialmove zu dem Standardschlag. Und ansonsten unterscheiden sich die Schwerter halt nur in Reichweite, Geschwindigkeit, Schaden. Und vielleicht gibt es sowas wie kleine Stoßwaffen und Schwingwaffen. Weiß ich alles noch nicht, ob das alles realistisch ist. Aber das sind so die Ideen. Und vielleicht, wenn ich das hinkriege, sollte es noch ein Erfahrungspunktsystem geben. Das aber wirklich eher nicht so viel Einfluss auf das Spiel haben wird. Damit kann man seine Figur ein bisschen stärker machen, so in kleinen Schrittchen, einfach so ein kleines Progressionssystem. Aber im Fokus steht schon auf jeden Fall die Ausrüstung, die macht da viel mehr aus. Okay, jetzt können wir Bomben legen und damit wahrscheinlich diese komischen Pflanzenhürden wegmachen. Die meisten Spiele in dem Spiel hier, also in Dreams, haben irgendwie eine gute Länge, merke ich so. Immer gerade, wenn ich mir denke, so, okay, machen wir mit dem nächsten weiter, habe ich das Gefühl, es geht Richtung Finale. Dann denke ich mir immer so, ah ja, gut, komm, das machen wir jetzt auch noch schnell fertig. So geht es mir hier jetzt auch gerade. Jetzt habe ich schon alle Features freigeschaltet. Eigentlich wäre ich jetzt gerade so weit, dass ich ausmache. Aber jetzt denke ich mir so, ah komm, das machen wir jetzt noch. Genau. Lanskrit Bird Rider Spiel. Ja, und grundsätzlich soll das Ganze aber auch von der Narrative getrieben werden. Das soll nicht nur ein reiner Plattformer sein, ohne irgendwas, sondern es soll viele liebenswerte Charaktere geben und auch wirklich eine übergreifende Handlung, bei der ich mir aber noch nicht sicher bin. Kann ich damit Gegner töten, frage ich mich. Ja, sehr gut. Kommen die Patreons vor? Das habe ich mir noch nicht überlegt, ob ich Patreons wirklich als Figuren einbaue. Das wird vielleicht so... Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden Patreons mit Alphas und Early Builds, wenn es da mal was zum Vorzeigen gibt, versorgt. Und natürlich auch mit dem fertigen Spiel. Weil mit Patreon unterstützt man natürlich auch gleichzeitig die Spielentwicklung und nicht mehr nur den Kanal. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Untrennbar. Du bist untrennbar. Untrennbar. Yeah, yeah, yeah. Okay. Jetzt fehlt aber irgendwie noch ein Hebel, oder? Irgendwo muss noch ein dritter blauer Hebel sein. Aber wo? Ah, hab ihn entdeckt. Und dann können wir, glaube ich, zum Endboss oder so. Aber das Konzept in meinem Kopf, muss ich dazu sagen, hat sich in den letzten... Oh, kann ich unter Wasser keine Bomben legen? Das macht es irgendwie schwierig. Hat sich in den letzten Wochen mehrmals ganz schön verändert. Also keine Ahnung, ob sich das nicht noch auch nochmal umgestaltet irgendwie. Ah, Rätsel gelöst. Sehr schön. Aber eben auf jeden Fall ein 2D-Plattform habe ich deswegen gewählt. Nicht nur, weil mir das Genre sehr sympathisch ist. Also deswegen war es überhaupt in der näheren Auswahl. Sondern weil es auch einfach mal was relativ Einfaches ist. Wo man aber trotzdem, wenn man Bock hat, ziemlich durchdrehen kann mit Mechaniken und Ideen. Aber wie viel davon ich dann tatsächlich umsetzen kann, ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Irgendwie bewegt sich meine Figur jetzt ganz langsam nur noch. Jetzt geht's wieder. Das war seltsam. So, jetzt müssen wir zur blauen Tür. Aber warte mal, brauchen wir dafür nicht irgendwie einen Schlüssel noch oder so?
Wo bin ich? Ich habe mich aus den Augen verloren. Hä? Jetzt funktioniert auch das Ranzoomen nicht mehr. Ah, da bin ich. Aber das Ranzoomen funktioniert irgendwie trotzdem nicht mehr. Okay, ich habe mich wieder gefunden. Egal. Vielleicht funktioniert das Ranzoomen nur, wenn ich an Land stehe und nicht unter Wasser. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt da hinten wieder hin vielleicht? Ja, ich muss wieder dann nach hinten. Okay, alles klar. Genau, der Weg dürfte passen. Ah, die Eichelbombe rollt. Immer diese verflixte Physik, mit der man nicht rechnet. Ah, jetzt bin ich gestorben. Nein, ist egal. Bin kurz davor. So, endlich mal ein Spiel in Dreams, das wir dann auch durchspielen wahrscheinlich jetzt. Finde ich gut. Schlüssel, Master Key. Okay, cool. Jetzt können wir hier alles aufschließen. Können wir uns hier nämlich auch gleich eine Abkürzung machen. Und jetzt hoch zum Thron. Und dann werden wir wahrscheinlich zur Königin der Ameisen oder sowas. Ey, das ist aber knifflig hier. Okay, gut. Jetzt nur noch an den Stampfies des Todes vorbei. Nein! Ja, so kann es gehen. Okay, nochmal hier die... Ich bin bei solchen Passagen, glaube ich, von Mega Man und Double Dragon 2 traumatisiert. So, jetzt muss ich aber den Hitbox-Detektor des Spiels mal hier eine böse E-Mail schreiben. Ich bin meiner Meinung nach gerade super schön auf den Stein gesprungen. Bin durchgefallen. Unverschämtheit. Sind die Ziele noch aktuell auf Patreon? Ich glaube im Grunde zum Großteil schon, ja. Aber da muss ich mal wieder ein bisschen updaten. Ich bin da auch ehrlich gesagt leider immer ein bisschen nachlässig, weil ich mich immer wieder übernehme und mir immer wieder zu viel zumute und dann schaffe ich wieder nicht alles. Aber im Grunde ist das, glaube ich, schon noch alles ziemlich aktuell. Meinst du, wenn du irgendwas Konkretes liest und dich wunderst, dann frag nach, dann sage ich es dir, ob das aktuell gerade aktuell ist.